Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Da sind wir in Hundsgrab. Aber wir sind nicht alleine, Mensch. Die erste Bürgerin ist gekommen, um sich das Atrium anzusehen. Dem Volke steht da drunter. Dem Volke. Und ihr seht schon, ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe da hinten die ganzen Berge weggeruppt. Habe hier geterraformt. Habe schon mal vorgeplant. Habe gemerkt, dass man hier immer nur ein Breit ist und dass das auch völlig in Ordnung so ist und dass hier ein Dingens fehlt. Eine Stufe. Ja, wir kommen voran. Ich habe auch schon mal so ein bisschen vorgeplant, was den Innenausbau angeht. Und ihr werdet auch gleich sehen, außen hat sich auch noch ein bisschen was getan. Einmal ist hier der Drecktempel. Oh, ich muss mal ganz schnell. Ganz schnell mal Setzlinge einsammeln, ehe die wegdespawnen. So, hier liegt sogar noch ein Holzklotz rum. So, alle weg. Wunderbar. Und von außen sieht das Ding jetzt so aus. Und zwar habe ich hier oben noch was dran gepflegelt. Ich habe jetzt ja irgendwie 2 Tage keinen Minecraft. Also mal ein bisschen blöd mit der Regelmäßigkeit. Nicht, weil es halt nicht passt, ne? Die letzte Folge ist dann immer auf den Samstag, wenn ich so anfange. Und auf den Samstag und die vorletzte... Nee, Quatsch, auf den Samstag, dann ist Sonntag Subnautica auf dem Spielbuffet. Montag ist ja Mojangstag, da kommt nichts. Und dann geht es erst wieder Dienstag los. Und das ist irgendwie ein bisschen blöd. Aber ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht ein bisschen anders regle, damit da regelmäßiger Folgen kommen. So, jetzt sieht das so aus, dass wir hier oben nochmal diese Säulenaufsätze haben und das Ganze nochmal ein bisschen höher gezogen wurde. Und dadurch haben wir hier eine Überdachung für den Innenraum sozusagen erstmal hier vorne. Die sieht dann so aus. Was ist mit deinem, was ist mit deinem Hemd los? Ach, du bist Schmiedin geworden? Das ist ja lustig. Du warst so eben noch arbeitslos. Vielleicht sollten wir mal mit dir handeln, damit die auch Schmiede, also Maurer bist du. Ach, weil hier eine Baustelle ist, ne? Genau, hier ist eine Baustelle. Bist du gleich mal direkt Maurers Frau geworden. Das finde ich aber gut. Das finde ich gut. Also, ne, ihr könnt ja mal schreiben, ob euch das so gefällt oder ob das too much ist. Aber ich glaube, das ist schon ganz okay so. Wir können ja mal so eine Säule so aufbauen, wie sie sein soll. Dann könnt ihr mal... Wer hat hier eigentlich den Kloß? War ich das? Hab ich da Dreck? Oder hat sich da so viel Dreck abgelagert, weil ich hier so lange nicht gearbeitet habe? Kann auch sein, ne? Wir brauchen auf jeden Fall die Säulenelemente. Ich habe schon wieder alles voll gekrustet. Das tut mir leid. Ein bisschen aber nur. Ist doch schon wieder gut. Wir brauchen die Dinger hier. Genau. Die brauchen wir. Und die Säulenelemente. Und Zäune brauchen wir ganz viel. 23. Das könnte knapp nicht reichen. Dann machen wir lieber nochmal hier ein paar. Pass mal aber lieber auf, Mädchen. Hier ist eine Motorsäge am Laufen. Ne? Das könnte auch gefährlich werden. Also wie wird so eine Säule gebaut? Ich zeige euch das jetzt mal. Wir brauchen da ein paar Elemente für. Wir fangen einfach mal hier hinten mit einer an. Also, es geht folgendermaßen los. Wir brauchen erstmal den Unterbau. Dafür kommt hier erstmal Erde rein, damit die Säule auch da erst beginnt, ne? Habt ihr beim letzten Mal auch gesehen. Dann kommen 1, 2, 3 hiervon. Nee, Quatsch. Wir gehen ja hier schon ganz hoch. Hier, genau, hier kommen dann die Dinger hin. So. Ich war eben auf der falschen Baustelle. Ich war eben hier bei den Seitendingern. Alles gut. Alles wird gut, sagte der Mann. Und jetzt nochmal 2, ne? 1, 2. So. So. So und so. Dann sind wir auf der Höhe. Jetzt kommt der Kranz drum. Den kann man jetzt entweder so machen, wie ich den mache. Also hier innen mit den... Ja, machen wir auch. Passt auf. Das sind nämlich die Dinger hier. Jetzt kommt der Kranz. So, so und so. Dann hat man nämlich hier außen ein... Sonne und da auch. Und das machen wir auch hier. So, Sonne, Sonne, ne? Und hier kommt nämlich jetzt eine Stufe rein. Und die kommt nach unten. So. Stufe nach unten. Hier dasselbe hin. Ja, hier dasselbe hin. Dann kommen jetzt hier welche rüber komplett. Ich muss halt nämlich auf der anderen Seite gucken können, wie ich das da gemacht habe. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. So, jetzt kommen nämlich hier die Dinger. Da kommt nämlich jetzt nur einer drauf.
Können wir auch gleich bei 2 machen, dann sind wir da ein bisschen schneller beieinander. Können wir auch hier vorne gleich machen. Können wir gleich mehrere machen, ne? Einer drauf. Jetzt kommen hier überall die Pöcke rum. Also hier die Dinger. So. Die kommen hier überall rum. Zack, zack, zack. Hier auch. Und so kann man diese Säulen recht schnell auch, könnt ihr die auch nachbauen. Hier kommen wirklich nur die Dinger drauf. So. Habe ich jetzt, nee, sind alle da. Das sind hier, da hast du dann halt von allen Seiten die Sonne, die ich sehr, sehr schön finde. Und die ja für Mojang steht natürlich, den Sonnengott, also den Schöpfer sozusagen. Dann kommen jetzt hier überall nur diese Säulenelemente. Und jetzt ist es nämlich dadurch, dass die nicht doppelt sind, so wird sie anfangen und wieder so eine Säule werden. Und so ist es dann halt nur der Dreiemlandbaum, der wunderschöne Dreiemlandbaum. Und hier kommen die auch hin, aber hier kommen die immer mit 2 Abständen hin. Ne? So, und dann hat man nämlich Säulen. Das, also man kann damit ziemlich viel variieren. Das finde ich, das wollte ich sagen. Das wollte ich im Grunde nur sagen. So. Hier kommt nur eine hin. Damit wir den 3M-Landbaum haben. Und dann kommen hier, kommen die Stufen auch hin. Aber so rum. So rumski. Dann haben wir nämlich den Effekt, dass das hier so ein bisschen offen ist. Ne? Also es geht ja, das zeige ich euch gleich von außen. Dann könnt ihr das besser nachvollziehen, glaube ich. Als wenn ich es euch jetzt erzähle. Oh, ah, Vorsicht. So, und da kommen ja dann schon die anderen Dinger drauf. Ja, das müssen wir mal so lassen. Da müssen wir mal ein bisschen akrobatisch hier rumspringen. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier innen gemacht habe. Da habe ich, glaube ich, gar nichts gemacht. Okay, das lasse ich auch erstmal so. Hier kommt dann die nächste Säule hin. Hier auch. Und hier auch. Hier nur einer. Ja, dann ist hier sowieso Schluss erstmal. Und hier kommen noch Stufen rein. Und dann kommen wir nämlich ziemlich gut voran mit unserem Oberbau hier. Da werde ich die anderen Säulen dann auch fertig machen, weil wäre jetzt ja albern, wenn ich euch die nächste, dann zeige ich die nächste in die nächste. Hier kommen wir geradeaus mit den normalen. Den hier. Das können wir schon mal fertig machen, soweit. Soweit, so gut. 2, 4, 5 und 6. Weil hier kommen ja überall noch welche dran dann, ne, für oben. So, genau. Soweit würde ich das schon mal machen. Und hier würde ja dann die nächste Säule hinkommen. Und so weiter und so fort. Ja, ich habe ja den Ingo Linde beauftragt, dass er sich mal umschaut nach den nach dieser Geschichte mit den mit dem Lordregenten, ne? Der mir ja Notschreiben sozusagen per Flapsi gesendet hat. Da müssen wir jetzt aber noch auf das Ergebnis warten. Geschnittene rote Sandsteinstufen ist auch ein Wort, ne? Denn wir können jetzt, glaube ich, damit auch schon weitermachen. Die kommen nämlich jetzt hier dran. Und zwar kommen die folgendermaßen hier dran. So. Ist richtig, ne? Ja, ich glaube ja. Dann hier würden wir einfach gerade rüber gehen. So und so, ne? Und so und so und so. So wäre es, glaube ich, richtig. Dann können wir nämlich hier unten schön eine Laterne reinmachen. Aber ich glaube, das ist hier noch nicht so richtig korrekt. Da müssen wir mal gucken, wie es dann von unten aussieht. Hier kommen auf jeden Fall auch Halbstufen drauf. So und so. Na, weil wir haben ja hier diese Dinger auch so ein bisschen rausgebaut. Ja, genau. Und hier würde er dann theoretisch das dann so kommen, ne? Woanders passt es ja fast gar nicht. Ja, können wir machen. Das kann man ja so machen. Kann man machen. So, so. Und hier dann halt so. Hier könnte man jetzt Laternen reinstellen. Oder ich habe, glaube ich, Fackeln reingestellt. Ich glaube, ich habe Fackeln reingestellt bei den anderen. Und dann hat man nämlich so eine indirekte Beleuchtung. Ich mag ja indirekte Beleuchtung sehr gerne. So. Das müssten wir hier eigentlich auch nochmal machen. Warte mal, kommen wir da noch dran irgendwie? Wenn ich die jetzt wegnehme, müssten wir eigentlich drankommen. Ja, ich finde es schön, dass die Dorfbewohner sich schon ein bisschen für begeistern. Für unsere, für unser Atrium. Denn es ist ja auch für sie. Es ist für die Dorfbewohner ein Punkt, wo sie sich treffen können, wo sie miteinander feiern können, sich unterhalten können.
und so weiter und so fort. Was halt Dorfbewohner so machen, wenn sie gerade mal nichts Besseres zu tun haben. Ja. Oha, das war knapp. So. Ach, das war Quatsch. Die müssen wir nochmal aufheben. So, zack. Hier könnte man jetzt auch hoch machen. Da müssen wir von unten gucken, wie wir es bei dem anderen gemacht haben. Aber ich glaube, ich habe das einfach nur hier so rüberlaufen lassen. Ark. Rüberlaufen lassen. Und schaut mal, mein Werkzeug ist ziemlich ein Dutt, dadurch, dass ich hier die Felsen abgebaut habe. Mit Behutsamkeit übrigens auch, was eigentlich eine Verschwendung ist. Aber dadurch haben wir schön vielen Stein jetzt auch wieder bekommen, was auch wieder keine Verschwendung ist. Also wie man es nimmt, ne? Wie man es gerade hält. Und gut, dann haben wir nämlich hier oben einen wunderschönen Abschluss von diesem ganzen Krams. Und können damit dann weiterarbeiten. Hm, können wir. Komme ich hier rüber? Ja, naja, fast. Fast. So, jetzt sieht das nämlich schon mal gar nicht mal so gut aus. Ist so ein bisschen beleuchtet. Man sieht das, glaube ich, kaum. Wenn man hier innen ist, sowieso nicht. Aber da ist eine Beleuchtung vorhanden, auf jeden Fall. Man sollte es auch von hier sehen, dass hier die Säulen sind. Ja, genau. Da sind nämlich die Säulen. Und so sieht das dann ganz ringsrum aus. Innen wollte ich das... Ah, Moment, da müssen wir mal ganz kurz rüber eilen. Also, sobald ich in Erfahrung gebracht habe, beziehungsweise sobald meine Agenten in Erfahrung gebracht haben, was da überhaupt los ist, ja gut, nehmen wir die mal mit, wo diese Nachricht herkommt, werde ich mich natürlich auf den Weg machen, um den Lordregenten aufzusuchen. Wo immer er auch ist, er scheint ja irgendwie im Bedrängnis zu sein. Und das, ja, da haben wir natürlich die Verpflichtung aller schon mal. Achso, hierzu erzähle ich euch gleich auch nochmal was. Das ist auch sehr interessant hier mit dem Hund, wo der herkommt. Das habe ich auch nicht verstanden, aber man muss ja auch nicht alles verstehen. So, das ist auch falsch. Diese Dinger machen, können einen auch in den Wahnsinn treiben, ne? Also theoretisch, vom logischen Verständnis würde ich sagen, so. Ist auch richtig. Ist ja auch richtig. So? Nein? Nein, nein. So? Dann so vielleicht? Ja. So und... so. Dann hier wieder so, so, so und so. Nee. So. So. Ja, ist richtig. Und hier so. Ja. Habe ich so gesetzt, ne? Müsste der jetzt so, der so und der dann so. Ja, ist ja. Ja, es ist ja alles gar nicht so schwer. Wie man sich manchmal macht, ne? Ich mache mir das immer das Leben sehr gern schwer. Wir werden hier nicht mal lange dran rummachen, aber es ist so ein bisschen süchtig machend auch. Wenn man einmal angefangen hat mit diesen Dingern, kann man auch nicht mehr aufhören. Das ist tatsächlich so. Und vor allen Dingen, wenn man den Bogen erstmal raus hat und dann aufhört, ist es auch total schlecht, weil da kommt man nie wieder rein in die Nummer. Auf jeden Fall nicht mal so ohne weiteres. So. Ja. So. Passt nicht. So passt es gleich. Pass auf. Nee. das macht mich wahnsinnig. So geht's auch nicht. Also wenn ich mich viermal gedreht habe, muss es auf jeden Fall passen. Und hier wäre es dann so. Ja. Hier so. So und so. Und hier wäre es dann so und so. Ich wollte mal ein Element fertig machen hier irgendwie. Damit wir mal sehen, wie es dann insgesamt aussieht. Zumindest halbwegs. Ah, so. Ja, also sobald ich da irgendwie Botschaft kriege, werde ich aufbrechen und meine Rettungsaktion starten. Jetzt geht's nämlich hier los. Wie macht man das jetzt hier? Wisst ihr es? Nee, so nämlich nicht. Und dann werden wir ihm zu Hilfe eilen. Eilen. So, ne? Nee. Ja, ich hätte das anders denken müssen. Ich musste anders denken. Jetzt gibt's ja eigentlich nur noch eine Variante. So. Ja. Und wenn ich jetzt so mache... Nee. Wenn ich so... Soll ich so tun? Nö.
Schönes Lied, ne? Rick. Das gibt's doch gar nicht. So. Dann so, dann so, dann so. Jetzt bin ich raus, ne? Yes, so. Eieiei, so sieht eine Ecke aus, ne? Und was ich nämlich hier gerne machen möchte, ist folgendes, Freunde. Passt mal auf, ich mach mal den hier. Ja, ich weiß, Verschwendung, Verschwendung, böse, böse. Aber ich hau's ja hinterher wieder raus. Hier kommt nämlich die Wand rein. Die mache ich gelb, natürlich im oberen Bereich. So, so, so. So, so. Können wir ganz durchziehen hier mit dem gelben Streifen oben. Und da sollen nämlich große Fenster rein. Das macht nämlich ein Atrium aus. Allerdings auch nicht zu groß. Denn wir müssen auch aufpassen, dass die, weil die Fenster... Ja. Wie groß sollen die Fenster denn werden? Wir haben hier... Machen wir noch einen weißen durchgehenden Streifen? Wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll, ne? Wenn da jetzt noch ein weißer Streifen durchgehen würde. Weil sonst wären die Fenster auch so halb im Dunkeln. Das würde mir auch nicht so gut gefallen. Und dann machen wir hier nämlich den. Pass auf, wir können ja sagen so. Und dann, so und so und so. Na? Hier also erstmal einmal durchgehend. Das können wir, glaube ich, dann auch von unten machen. Das, glaube ich, geht von unten besser. Besser. Ja, und dann kommen wir nämlich gut voran hier mit unserer Gestaltung von dem schönen Atrium. Oh, da müssen wir aufpassen. Hier muss nämlich, glaube ich, noch ein gelber rein. Nicht, dass wir da Käse bauen jetzt. Ja. Das ist ganz gefährlich, sowas. So und so. Und hier dann so. So, das wäre ein Fenster. Ja, das ist schön. Das sieht gut aus. So, das können wir so lassen. Ich bin damit zufrieden. Wenn ihr nicht damit zufrieden seid, dann kann ich euch nicht helfen. Hier auch. Arg. Das war falsch. Ja, ich bin heute so ein bisschen Hans Kuck in die Luft, ne? So ein bisschen Hans Kuck in die Luft. Aber es hat alles seinen Sinn und Verstand. Vielleicht, dachte der Mann. Ja. Ach, da komme ich nicht ran. Aber jetzt zerbeiß ich's. So, und da, und da. So. Jetzt können wir den wieder wegnehmen. Schaut mal. Na, das ist doch ganz schick. Vor allen Dingen hier sind dann Fenster und hier unten kommen überall Türen rein, haben wir ja so gesagt. Habt ihr ja so gesagt, ne? Und hier, glaube ich, machen wir das genauso. Ich glaube, ich muss vorher noch mal ein bisschen weißen Lehm holen. Und wir können den, den Quarz können wir mal zurückbringen. Na, willst du mir helfen? Das ist aber nett. Quarz kommt wieder zurück. Und dafür nehme ich mir Lehm mit. Das ist vorsichtig mit der Säge, ne? Aber du bist ja Handwerker. Als Maurer kann man sich ja mit Sägen aus, ne? Die haben ja kaum Probleme da irgendwie, ihre Knochen beieinander zu halten beim Sägen. okay, das ist ja schon mal richtig, ne? Aber Vorsicht, aufgepasst auf der Flip-Flop-Scheibe. Wir müssen ja hier noch einmal so rum. Und einmal oben gerade durch, ne? Vor allen Dingen auch. Ja. Der goldene Rand. Das ist wie beim Goldrandteller. Wenn der da auch irgendwo unterbrochen ist, der Goldrand, dann sieht das auch nicht mehr schick aus. So, Vorsicht. Das war, glaube ich, schon falsch. Da kommt der hin, genau. Das sollte jetzt aber passen, weil hier habe ich die Zackung, die Zordanzackung schon gemacht. Ups. Und jetzt müssen wir nämlich gucken, wie wir das hier machen. Ich glaube nämlich, hier kommt schon das erste Fenster hin. So. Da kommt ein Fenster hin. Was habe ich denn hier gemacht? Hä, was habe ich denn da gemacht? Ja, totaler Humbug. Humbug. So. Hier kommt das erste Fenster hin. Das kommt natürlich auch so. Und hier nämlich schon das zweite. Das heißt, der kommt auch wieder weg. So. Müssten wir hier eigentlich schon mal mit... Nee, das müssen wir übernehmen. Eieiei, das müssen wir übernehmen. Weil sonst kommen wir hier total durcheinander. Ich hätte das schon erstmal durchbauen sollen, das Muster, ne? Ah, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ja, gut. Aber hier kriegen wir das auch hin mit der Zackung. Ich mach mal hier den. Und den. Und den.
So, und hier haben wir jetzt ja 1, 2, 3. Bei ist das Keilerei. Das müsste passen. Genau. Genau. Da können wir jetzt einfach mal oben einen gesprungenen Rüttberger einbauen. Und hier kommen die ja durchgehend erstmal hin. Mit Weiß. Dann machen wir das nämlich die Seitenteile alle gleich. So. Und da müsste, glaube ich, noch ein Gelber hin. Genau, da muss noch ein Gelber hin. So. So wird ein Schuh draus. Und wenn es ein Fuhrmann-Schuh ist. So, und dann kommt hier 1, 2, 3. Da ein Fenster hin und da ein Fenster hin. Und dann geht sich das auch aus. Und sieht auch wunderbar aus. So. Guck mal. Fast gut. Da fehlen dann nur noch oben die Ecken. Und da machen wir jetzt mal hier, hier und. Kommen wir da auch noch hingesprungen? Ja. Beim Runterfallen setzen. Ach, das war natürlich wieder ein Anfängerfehler. Das schaffe ich in 1000 Jahren nicht. Das ist mir zu schwer. Da meine ich mit. Da blamiere ich mich ja, Freunde. Aber wenn ich jetzt hier ein Kloß hinsetze, kann ich da auch ganz einfach hochspringen. Mit etwas... Na, wenn ich hier zwei Klöße hinsetze, kann ich hier ganz einfach hochspringen. So. Da springe ich mal... Jetzt wäre ich fast mit der Nase gegen das Mikrofon gestoßen, weil ich wollte noch ein bisschen weiter springen und habe dann automatisch meinen Kopf so nach vorne gemacht. Kennt ihr das? Nee, wahrscheinlich... Das ist etwas, was nicht so viele kennen, denke ich mal. So bekloppt sind ja nicht so viele. Dass sie so mitgehen, mitfiebern, beim Block setzen. So, sehr schön. Hier in der Mitte würde ich dann theoretisch sogar einen, ja, so einen Brotbrunnen hinmachen, weil ich finde, das würde sich ganz gut machen in dieser Halle. Und dann versammeln sie sich auch alle, ne? Das wäre ja ganz cool. Außerdem ist das ja das Zeichen der Community sozusagen oder der Gemeinschaft. Und was ist denn hier? Fusch am Bau, Freunde, das geht so nicht. Das bricht doch alles zusammen. Hier Gerüste aufbauen, Sicherheit, Sicherheit, aber dann hier die Säule nur halb fertig bauen. Was ist hier bloß los? So, jetzt steht das Ganze wieder halbwegs. Und ich glaube, jetzt kann man sich das schon ganz gut vorstellen hier, ne? Ich glaube, hier unsere Maurergehilfin, unsere Handlangerin. Handlanger bist du. Du bist nur ein Handlanger. Du bist ein Neuling. Ein Handlangerin bist du nur. Die hilft uns mit durch unterstützendes Kopfnicken teilweise. Ja. So sieht das aus. Heute mal eine bisschen kürzere Folge. Ich mache weiter und ihr könnt dann morgen wieder reinschauen. Aber heute ist die Folge ein bisschen kürzer. Aber jetzt kommt es nämlich. Der Hund war in dem Berg drinne. Das wollte ich doch erzählen. Ich habe den Berg abgebaut und hau einen Stein weg. Auf einmal ploppt da ein Hund raus. Aus dem Stein. Hat den einer von euch hier da platziert? Oder habe ich den irgendwann mal aus Versehen eingebuddelt? Oder was ist hier los? Es ist nämlich mein Hund. Also ich muss das gewesen sein. Weil ich kann diesen Hund auch... pass auf, zeig ich euch. Wie ich aufgegessen habe. So, ich kann den hier auch aufstehen lassen, hinsetzen. Also muss ich das gewesen sein? Habe ich den aus Versehen mal im Berg angemauert? Den Hund? Schade, dass ihr da nicht dabei wart. Echt Käse. Käse-Mayonnaise. Ja. Das wollte ich noch erzählen. Ganz wichtig. Und da deshalb habe ich das gemacht hier mit den halben Dingern. Ne? Keine halben Dinger. Ja, auf jeden Fall. Ich mache den Fußboden hier noch fertig, damit er nicht wahnsinnig wird beim Zuschauen. Ne? Das will ich nicht. Ich möchte keine wahnsinnigen Zuschauer haben. Ich möchte ganz normale, interessierte Zuschauer haben. Und nicht lauter Wahnsinnige. Und so bauen wir den Innenraum dann fertig. Und hier oben kommt da noch eine... Könnt ihr euch das vorstellen? Also nicht so gerade, ne? Gerade, Kuppel. Mit so einem großen, runden Fenster da drin, ne? Kommt hier noch eine Kuppel hin. So ist der Plan. Also ähnlich wie in Avaquatica, wisst ihr, bei dem Netertempel. Dann kommen die Seiten natürlich noch zu. Und oben kommt dann ein rotes Dach, so wie beim Tomcat da hinten drauf. Haben wir hier ganz viel mal noch am Nord am Ei. Und dann haben wir hier nämlich einen schönen offenen Tempel. Hier kommen überall noch Fenster rein, hier kommen überall Türen rein. Hier kommt überall das Krams verlegt hier. Da bin ich hinterher wahnsinnig, wenn ich damit fertig bin. Aber ist ja nicht schlimm, wenn der Opa wahnsinnig ist, ne? Ist ja kein Problem. Hier mit dem Brotbrunnen und noch ein paar andere Sachen, noch ein paar Bänke und wo die Leute sich hinsetzen können. So ist der Plan und ihr wisst es doch verdammt nochmal. Ein Plan ist ein Plan und bla 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 bla. Und bleibt auch ein Plan.
Also liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt vor allen Dingen tapfer, tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, euer Opa Zeron. Genau, und das wollte ich noch sagen. Jetzt müsst ihr ganz schnell rüber auf Spielbefehl. Da startet nämlich in wenigen Minuten höchstwahrscheinlich oder vor wenigen Stunden ist da gestartet die neueste Folge von Subnautica. Und ich sage, ja, habe ich ja schon. Auf Wiedersehen.